Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen. Dienstag, der 27. Juli, wieder zu Hause. Home sweet home. Dios nos ayuda, sagt Teresa in ihrem wunderbaren kurzen Zuspruch. Nicht soll dich verwirren und nicht soll dich ängstigen. Dios nos ayuda, Gott ändert sich nicht. Gott bleibt immer derselbe in seinem Reichtum und seiner Herrlichkeit. Und mit ihm auch Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und auch das Gesetz Gottes, seine wohltuende, lebensförderliche Weisung ist die gleiche. Heute hören wir, wie Mose jetzt zum dritten Mal ansetzt und die Gesetze auf Tafeln schreibt. Also die 10 Gebote sind die gleichen wie zuvor, aber die Menschen haben sich geändert. Nach dem goldenen Kalb ist nicht vor dem goldenen Kalb. In jenen Tagen nahm Mose das Zelt und schlug es für sich außerhalb des Lagers auf, in einiger Entfernung vom Lager. Er nannte es Offenbarungszelt. Wenn einer den Herrn aufsuchen wollte, ging er zum Offenbarungszelt vor das Lager hinaus. Wenn Mose zum Zelt hinausging, erhob sich das ganze Volk. Jeder trat vor sein Zelt und sie schauten Mose nach, bis er in das Zelt eintrat. Sobald Mose das Zelt betrat, ließ sich die Wolkensäule herab und blieb am Zelteingang stehen. Dann redete der Herr mit Mose. Wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Zelteingang stehen sah, erhoben sich alle und warfen sich vor ihren Zelten zu Boden. Der Herr und Mose redeten miteinander Auge in Auge, wie Menschen miteinander reden. Wenn Mose aber dann ins Lager zurückging, wich sein Diener Josua, der Sohn Nuns, ein junger Mann, nicht vom Zelt. In jenen Tagen stand Mose am Morgen zeitig auf und ging auf den Sinai hinauf, wie es ihm der Herr aufgetragen hatte. Der Herr aber stieg in der Wolke herab und stellte sich dort neben ihn hin. Er rief den Namen des Herrn aus. Der Herr ging an ihm vorüber und rief, der Herr ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue. Er bewahrt Tausenden seine Huld, nimmt Schuld, Frevel und Sünde hinweg, lässt aber den Sünder nicht ungestraft. Er verfolgt die Schuld der Väter an den Söhnen und Enkeln an der dritten und vierten Generation. Sofort verneigte sich Mose bis zur Erde und warf sich zu Boden. Er sagte, wenn ich deine Gnade gefunden habe, mein Herr, dann ziehe doch mein Herr mit uns. Es ist zwar ein störrisches Volk, doch vergib uns unsere Schuld und Sünde und lass uns dein Eigentum sein. Mose blieb dort beim Herrn 40 Tage und 40 Nächte. Er aß kein Brot und trank kein Wasser. Er schrieb die Worte des Bundes, die 10 Worte, auf Tafeln. Ja, wieder eine Stelle mit vielen Bezügen und großer Reichhaltigkeit und Vielschichtigkeit. Ich darf wie immer nur einiges zu kurz antippen und Sie darauf neugierig machen. Das eine, der Mann Mose, dieser wunderbare Mittler, sagt, es ist zwar ein störrisches Volk, und dann fährt er aber nicht fort, und ich bin aber ganz anders, ich bin dein Freund und rede mit dir von Angesicht zu Angesicht und gegen mich hast du nichts vorzubringen, ich bin tadellos und deshalb um meiner Tadellosigkeit willen vergib wegen mir auch den anderen oder so, sondern Moses sagt, es ist zwar ein störrisches Volk, doch vergib uns unsere Schuld und Sünde und lass uns dein Eigentum sein. Also da steht Mose mitten in dem Volk, für das er eintritt. Und das ist die Kraft auch seines Gebetes, die Solidarität mit seinem Volk. Da deutet er die erlösende Tat Christi an, an dem keine Sünde gefunden wurde und der sich aber für uns hat zur Sünde machen lassen. Sie erinnern sich aus dem 2. Korintherbrief, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Und das Zweite, der Name des Herrn, dieser geheimnisvolle Name, den man nicht aussprechen muss und kann, den deutet hier Gott selber, rief seinen Namen auf, steht hier, und da heißt es, der Herr ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue. So dürfen wir den Namen ausbuchstabieren. Er vergibt und nimmt Schuld, Frevel und Sünde hinweg, und dann, da waren Sie sicher aufmerksam, aber er lässt die Sünde nicht ungestraft und den Sünder nicht ungestraft. Er verfolgt die Schuld der Väter an den Söhnen und Enkeln an der dritten und vierten Generation. Da gehen wir sofort in den Harnisch und sagen, kann doch nicht sein, ist doch ungerecht. Was können denn die Nachkommen dazu?
Aber Lebenserfahrung lehrt uns vielleicht, dass das doch so ist. Schuldlos, schuldig und verfangen in dem, was auf uns kommt, einfach durch Abstammung. Und dieses Nessushemd, was da an uns klebt und was wir nicht wegbekommen, davon hat uns Christus befreit. Der hat uns ermöglicht, das auszuziehen und ihn anzuziehen. Gott segne und behüte Sie alle.